Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Farmland, Größe 4x3 und ja, endlich wieder Bed Wars, Leute, nachdem gestern Christmas Shopping kam, einfach mal als Alternative. Spielen wir heute wieder ganz entspannt eine Runde Bed Wars, natürlich mit Weihnachtsmusik im Hintergrund, da wir uns ja jetzt langsam Weihnachten nähern. Es ist schon für mich jetzt der 7. Dezember. Ihr werdet den 9. Dezember verzeichnen. Und ja, wir spielen auf dem Farmland. Größe 4x3. Eine kleine schnieke Runde Bed Wars. Farmland sieht jetzt vielleicht nicht so weihnachtlich aus. Eher herbstlich. Aber es gibt, soweit ich weiß, keine Weihnachtsmap von Bed Wars. Sonst hätte ich diese gespielt. Bau mal bitte weiter. Ich mach hinten dicht. Mit der typischen Torben-Taktik auf Farmland. Bam, bam. Das Wichtigste zuerst, liebe Leute. Das Wichtigste zuerst. Oh, unser Dude ist, glaube ich, gestorben. Dann vervollständigen wir das hier doch einfach mal. Versuchen direkt zu denen rüber zu rennen. Einfach weil was. Oh nein, habt ihr gesehen, wie wir da so über den Block geslidet sind? Ey, das war richtig krass. Jetzt hätten wir direkt das Bett gekriegt. So, schade. Schade, schade, Schokolade, wie ich zu sagen pflege. Ich laber schon wieder so eine Scheiße, das ist nicht mehr normal, Leute. Das heißt, Leute, erzählt doch mal, wie ist euer Tag gewesen? Fühlt ihr euch denn schon in Weihnachtsstimmung? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare da lassen, würde mich echt mal interessieren. Weil irgendwie finde ich mittlerweile, ist es schon ein bisschen traurig, dass man jetzt wieder abgeschossen wird. Kommt gar nicht mehr so eine richtige Weihnachtsstimmung rüber. Es ist total scheiß Wetter draußen. Jetzt soll es wieder milder werden. Ja, keine Ahnung. Der Weihnachtsmarkt hier in Gelsenkirchen ist auch nicht mehr das, was er mal war. Eigentlich war er noch nie besser. Man war halt früher kleiner. Dann war das so ein. War das geiler, ne? Kennt er bestimmt. Also würde mich echt mal interessieren, ob ihr da jetzt schon in Weihnachtsstimmung seid oder eher auch nicht so. Weil, keine Ahnung. Die kommt irgendwie einfach nicht so. Und der Typ, der kotzt mich ja jetzt gerade schon ein bisschen an, ne? Muss ja nicht immer alles zuspammen. Ja, jetzt mach doch mal ein bisschen hinne. Das bringt mich zum Ausrasten, wenn man so ewig braucht, um so eine Kacke hier zu bauen. Die ist so easy. Bam, bam. Sammelst hier kurz das Gold ein. Eins fehlt natürlich, damit du den gelben fertig machen kannst. Das ist so jetzt meine schwule Scheiße hier. Kann ihr bitte mal einen spawnen? Das macht mich mental gerade fertig. Ich brauche nur ein Gold. Komm, ein Gold. Ein Gold ist aber machbar, oder? Just give me one single gold. Okay, da kommt ein böser Mann. Ein böser Mann kommt da. Okay, der böse Mann hat einen Bogen. Nein, das kann doch nicht true sein. Als ob ich meine drei Gold jetzt gerade geopfert habe. Aber da war, drei Gold bringen mir halt nichts. Und da lagen wäre ich wieder in der Mitte. Die Verlockung war zu groß, Leute. Ich konnte nicht widerstehen. Ja, keine Ahnung. Mann, Mann, Mann. Also, wie gesagt, ich finde es noch nicht so weihnachtlich. Wenn es dann wenigstens, wenn das Wetter wenigstens stimmen würde, wenn es schneien würde oder so, dann ist man halt direkt wesentlich weihnachtlicher gestimmt, sage ich mal. So, Moment, jetzt mal kurz konzentrieren hier ein bisschen. Komm, den kriege ich. Den kriege ich. Ja, nice. Den haben wir in Partnerarbeit gekriegt. In Partnerarbeit. Nice, Mr. Patcher. Da kam er in die Mitte mit mir und hat das gemacht. War ziemlich wichtig. Hat Gelb einen Bogen weniger. Aber ich muss sagen, die gehen mir schon ziemlich auf den Sack mit ihren Bögen. Mit ihren Bögen. Alles klar, Torben. Mit ihren Bögen natürlich. So, der heißt Knocker. Deswegen kriegt er auch mal schön Knockback von mir. Mach's gut. Okay, hatte kurz ein bisschen Angst. What the fuck, aber er kriegt irgendwie gar keinen Knockback von mir. Doch. Und er hatte auch einen Bogen. Nice, umso besser. 2, 3, 4, 5. Und dann sage ich ciao. Verteidigt mich mal ganz kurz hier ein bisschen. Oh nein. Leute, ich muss mein Gold behalten. Okay, tötet ihn. Ich habe Angst, dass der noch wartet und mich gleich runterkicken will. Dafür habe ich schon ein bisschen Respekt.
Verteidigt mich, verteidigt mich. Liebe Leute. Dann kann ich mir einen Bogen gönnen. So, jetzt regeneriert er langsam sein Problem. Jetzt. Mann! Komm! Scheiße, das war ganz schön knapp. Fast hätte ich ihn gekickt, aber er braucht nur noch einen Schuss rein. Chitter? Ja, easy. Doch nicht easy. Ich habe ihn da drauf gekickt. What the fuck, Alter? Das ist schon wieder viel zu hektisch hier alles. Ich mag das nicht. Ich mag eher so einen ruhigen Kommentierstil. Ja, dann bringen wir mal ein bisschen Ruhe hier rein. So, ganz entspannt. Vor allem, weil ja bald Weihnachten ist. Ich weiß auch nicht, wie das mit der Weihnachtsmusik kommt, wenn das Video so hektisch ist. Keine Ahnung. Farmland dauert gerade ja anscheinend sowieso ein bisschen länger. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schön, der hat einen Bogentypen. Ich baller da hinten einfach mal drauf. Kann ja nicht schaden. Ups, das war meine Schuld. Tut mir leid. I'm sorry. Ja, was willst du tun, ne? Man muss halt mal Verluste bringen. Was tun die denn schon wieder hier? Also man kann es auch ein bisschen zu intensiv machen. Okay, ich konnte ihn leider nicht kriegen. Oh Gott. Ich habe halt keine Nahkampfwaffe. Ihn konnte ich nicht erwischen. Vielleicht kriegt der den, ich weiß es nicht. Nein, kriegt er nicht. Zack. Zack. Die haben wir vertrieben, liebe Leute. Das haben wir gut gemacht. Gut haben wir das gemacht. So. Team Rot wurde vernichtet, das hört sich gut an. Kann man hier ein bisschen mehr Geld bekämpfen. Bisschen auf die da aufpassen, auf die Grünen. Natürlich. Die muss man immer im Blick behalten. So. Dann bringen wir unserem Team mal ein bisschen Gold nach Hause. Man kann nie genug von dem Zeug haben. Deft mal kurz hier bitte. Ich habe jetzt auch mal ein Schwert, eine Nahkampfwaffe. Okay, ja, Leute, warum baut ihr auch alles zu, ey? Das nervt schon ein wenig, ne? Okay, nice, den haben wir. Sehr schön. So, wer sich mit uns anlegt, der kriegt das gleiche ab. So, bam. Nice. Okay, den haben wir. Schön. Fertig gemacht, würde ich mal sagen. So, dann wird einmal kurz gerusht. Ich überlasse denen sogar die ganzen Kills. Ich will nur noch auf unser Bett weiter aufpassen. Gut, geschafft. Zack, dann rennen wir nach Hause. Kaufen uns dann da auch besseres Equipment. Zum Beispiel ein Eisenschwert habe ich mir jetzt wohl verdient. Wieder nach dieser coolen Tour. Boah, ich dachte schon, das wäre ein Gegner. War es aber nicht. Ich hoffe, jetzt baut gerade kein Gegner unser Bett ab. Nein, er baut Blöcke. Sehr gut. Und da müssen wir... Mein Gott. Der hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Da müssen wir jetzt eben Team Gelb vernichten. Alles klar. Das ist aber ein bisschen gemein, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Finde ich jetzt uncool. Finde ich persönlich schon uncool. Aber egal, dann sammeln wir halt noch ein bisschen Gold. Juckt mich eigentlich auch nicht besonders. Können wir uns gleich halt den guten alten Stärketrank kaufen. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch jetzt mal die Base hier ein. Diese kleine Zwischenbase. Und damit haben wir gewonnen. Zack, zack. Jetzt sneaken wir mal hier und verstecken uns kurz vor denen. Wenn wir uns verstecken, dann denken die, ich bin nicht da. Siehst du? Die denken jetzt nämlich, ich bin nicht da. Oh, der hat mich entdeckt. Hi. Bam. Bam, bam.
Nerv doch mal nicht mit deinen Blöcken hier, ey. Okay, easy. Gewonnen. Das war's, Leute. Alles klar. GG. War doch eine schnieke Runde von uns. Ich hoffe, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Endlich mal wieder Bad Wars, nachdem gestern Christmas Shopping Chaos Zeugs kam. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Würde mich echt freuen. Und abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen. Ihr bekommt dann jetzt direkt im Anschluss die nächste Folge aufgenommen. Die seht ihr dann morgen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr gar nichts mehr. Ist kostenlos. Und der Dezember, da kommen echt coole Sachen auf euch zu, Leute. Lasst ein Abo da und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.